Ja, hier bin ich. Vielleicht schauen Sie direkt in die Kamera, wenn ich Ihnen behilflich sein darf. Ja, genau, da bin ich. Frau Ruge. Schön, jetzt sehen Sie mich, gell? Ich hatte übrigens eben beim Anschauen dieses kleinen Einspielers eine kleine Sorge mit Verlaub. Sagen Sie, haben Sie einen guten Zahnarzt? Ja, Zahnärztin. Wieso? Nee, ich habe ein bisschen schiefe Zähne, aber ist normal. Ich habe früher meine Klammern nicht getragen. Aber Ihren Titelsong, Fitze, Fitze, Fatze, den kann man auch ohne Zähne singen. Wie sind Sie auf die geniale Titelzeile gekommen? Hier bin ich, bitte. Ja, gerade ausschauen. Ja, ich war im Sommer ein bisschen spazieren im Regen, also Nieselregen. Und dann habe ich die Regentropfen gesehen, hab vor mich hingesungen. Fitze, Fitze, Fatze, Fitze, Fitze, Fatze. Und ich hatte auch Probleme so ein bisschen. Ah ja, und das hat sich dann alles in dieser Titelzeile kulminiert. Was aber gar nicht so schlecht ist, Herr Schneider, vielleicht können Sie mir trotzdem folgen. Wir haben gerade herausgefunden, dass Sie, wenn dieser Titelsong gespielt wird, pro angefangene halbe Minute 100 Mark bekommen. Sind Sie damit zufrieden, allein für die Textproduktion? Ist das wahr? Ja. Also ist mir nicht bewusst, 100 Mark? Ja, ist schön, ne? Halbe Minute, das sind in einer Stunde... Das ist jetzt ein bisschen hoch, ne, das jetzt alles auszurechnen. Aber vielleicht erklären Sie uns mal, wie Sie dazu gekommen sind. Da müssen Sie ja wirklich eine tolle Überzeugungskunst gehabt haben, dass Sie dem Land Nordrhein-Westfalen und auch Berlin-Brandenburg richtig viel Förderungsmittel für Ihren Film aus den Rippen leiern konnten. Ja. Hier bin ich. Ja. Hier bin ich. Ja? Ich muss genau, sagen, sehr gut. Die Story ist eben gut und der Film ist auch gut. Ja. Und... Ja, es ist, fällt Ihnen manchmal schwer, sich ein bisschen zu konzentrieren, nicht wahr? Ich komme hier wirklich mit der Technik nicht klar. Ja. Hier gibt es mehrere Mikrofone und so, aber egal. Die Zahlen sagen ja auch, die Leute gehen jetzt langsam rein in den Film. Die beiden Werbewochen sind vorbei und jetzt wirkt die Mundpropaganda. Und wir haben ja immerhin über 200.000 Zuschauer schon. In 12 Tagen. Was glauben Sie, was macht den Erfolg Ihres Films aus? Was ist der tiefere Sinn, was die Menschen ja zu Hunderttausenden ins Kino zieht? Vielleicht setzen Sie sich noch mal gerade hin. Dankeschön. Ich glaube, Qualität. Mhm. Ja, das ist die Aussage des Films, der tiefe Sinn. Ja, nun, jetzt die Aussage möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen. Die in dem Film rauskommt. Ja, das muss schon jeder selbst herausfinden. Das muss jeder selbst herausfinden. Ja, Herr Schneider, ich bedanke mich. Ab ins Kino. Ja, für diese wunderbaren und auch sehr tiefschürfenden Erkenntnisse. Ich bedanke mich nach Düsseldorf. Also, meine Damen und Herren, der Schöpfer des Gesamtkunstwerks. Eine wirklich erhellende Aussage.